Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu dieser virtuellen Podiumsdiskussion heute am Mittwochabend. Ich bin Christoph Holländer, ich bin Journalist, vor allem aber leite ich die Kommunikation und Presse der Freien Wähler in Bayern. Sie sind heute zusammengekommen, um mit uns über ein ganz, ganz tolles Thema zu diskutieren, nämlich über ein Zukunftsthema, eines der Zukunftsthemen, Energiewende und Mobilität. Bevor ich alle Redner heute, alle Diskutanten vorstelle, noch der Hinweis für unsere Zuschauer, vielleicht auch für die Presse, die heute mit dabei ist. Sie können Fragen stellen, auch während der Veranstaltung. Wir werden diese Fragen am Ende der Veranstaltung kurz aufgreifen und versuchen, die zu beantworten. Sie können das im Chat rechts daneben. Einfach eine kurze Frage, am besten nur ein, zwei Sätze. Und wir versuchen, die am Ende der Veranstaltung einzubauen. Und damit beginnen wir auch und ich begrüße bei uns heute auf dieser digitalen Bühne als erstes Professor Dr. Michael Bagende. Er ist Vorstandsmitglied des Forschungsinstitutes für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren in Stuttgart. Ich begrüße Dr. Michael Haberland. Er ist Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland. Wolfgang Maus, Herausgeber Zukünftige Kraftstoffe, Energiewende des Transports als ein weltweites Klimaziel und er beschäftigt sich vor allem auch mit Antriebstechnik. Mit dabei ist auch Dietmar Görike, er ist Geschäftsführer der Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen. Franz Pötter, er ist Geschäftsführer der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg und ganz herzlich begrüßen darf ich Dr. Dieter Seibler, er ist auch Landtagskandidat der Freien Wähler in Baden-Württemberg, vor allem aber auch ehemaliger Vorsitzender und Geschäftsführung der Mann und Hummel und auch Diplomphysiker, also nur Experten heute, die vom Fach sind und wissen, um was es geht. Herzlich willkommen in die Runde, schön, dass Sie da sind. Wir starten mit dem Thema CO2 und viele von Ihnen, Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, seit diesem Jahr gibt es auch eine CO2-Steuer, das heißt, vieles wurde wieder teurer. Und was uns als erste Frage heute beschäftigt, ist die Tatsache, dass die Energieversorgung in Europa auf der Kippe steht. Die erste Frage, die ich in die Runde stellen möchte, ist die: Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Energieversorgung haben die EU und Deutschland Reduzierungsziele für den CO2-Ausstoß festgelegt. Sind diese Ziele für die Energieversorgung der Industrie, der Mobilität und der privaten Haushalte im Termin wirtschaftlich und technisch überhaupt erreichbar? Und ich würde vorschlagen, wir beginnen tatsächlich auch so, wie ich Sie vorgestellt habe, und wird das Wort an Professor Michael Bagende geben, mit der Bitte um kurze, prägnante Beantwortung, kurze Thematisierung. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Sind diese Ziele der Zukunft erreichbar? Erstmal vielen Dank für die Einladung, die ich dem lieben Herrn Seibler zu verdanken habe. Das ist eine sehr weit spannende Frage, die Sie darstellen. Ich bin Mitglied in der AG1, der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität in Berlin. Dort diskutieren wir, wie die CO2-Reduktionsziele bis zum Jahr 2030 zu erreichen sind. Und wir reden da von den aktuellen Zielen von 40-42% CO2-Reduktion im Verkehr. Wenn man schaut, wie die Historie sich darstellt, dann stellt sie sich so dar, dass der Verkehr mehr oder minder keine nennenswerte CO2-Reduktion erreicht hat oder mit anderen Worten und alles das, was die Technik an Verbesserungen erreicht hat, ist mehr oder minder durch mehr Fahrstrecke beziehungsweise mehr Fahrzeuge wieder aufgefressen worden. Dazu kommt auch ganz wichtig, dass sich der Testzyklus verändert hat. Diese 40-42% lassen sich nur erreichen, wenn man Elektrofahrzeuge, die politisch definiert auf CO2 gleich Null
gesetzt sind. Das heißt, die CO2-Emissionen bei der Herstellung verschwinden auf wundersame Weise auf dem Weg in die Steckdose. Und dann reden wir von einem Bestand von 10 Millionen Elektrofahrzeugen im Jahr 2030. Bei heute 47 Millionen, wir rechnen mit etwas über 50 Millionen 2030. Das heißt, größenordnungsmäßig 20% der Fahrzeuge müssen Elektrofahrzeuge sein. Das ist mehr als ambitioniert. Und ich denke, dass wir in dieser Stunde das noch weiter detaillieren werden. Aber damit will ich es jetzt erstmal bewenden lassen. Ja, vielen Dank. Das war schon mal eine Richtung, die wir hier bekommen haben. Sehr ambitioniert, sagen Sie, Herr Bagende. Ich darf abgeben an Dr. Haberland. Ist es sehr ambitioniert oder ist es umsetzbar mit der Richtung, die die EU jetzt vorgibt? Da würde ich durchaus mit Recht geben dem Herrn Bagende. Das ist sehr, sehr ambitioniert. Zumal letztlich ist ja der Kunde ist, der es entscheidet. Letztlich muss der Kunde sagen, ich bin bereit, die Antriebsform zu verändern und steige jetzt um von meinem vielleicht heute schon sehr sauberen Diesel auf ein E-Mobil, auf ein E-Fahrzeug mit allen Unwägbarkeiten, die wir in dem Bereich im Moment noch haben, oder auf einen Hybriden, wo ich glaube, dass die Akzeptanz im Moment zumindest noch deutlich höher ist. Oder ich bleibe einfach bei meiner Antriebsform, weil es mir einfach am meisten Sicherheit gewährt. Und letztlich ist ja die Präferenz des Käufers ist, wo er sich dann auch entscheidet und eben entsprechend für dieses Fahrzeug eben entscheidet. Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass wir CO2 einsparen müssen. Und ich glaube, die Menschen sind auch dazu bereit. Aber mit einem Maß und Mitte. Und dieses Maß und Mitte ist im Moment nicht gegeben. Zumindest bei einigen hat man so dieses, bei einigen politischen Parteien beziehungsweise Leuten, die das Ganze so antreiben, hat man den Eindruck, das ist weit übers Ziel hinausgeschossen. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da noch einen weiten Weg vor uns haben. Wenngleich hier unsere Industrie, glaube ich, auch mit guten Schritten vorangekommen ist und auch die Menschen bereit sind, hier wohlwollend eine richtige Richtung einzuschlagen oder eine andere Richtung einzuschlagen. Dennoch glaube ich, bis 2030 ist das Ganze nicht zu machen. Ich glaube auch nicht, dass man mit einem Verbrennerverbot arbeitet, Stichwort Euro 7. Auch das wird keine Akzeptanz finden. Das wird auch so nicht kommen. Und dementsprechend ja, es wird noch, hier wird sich viel tun. Ich glaube, es ist noch ein langer, steiniger Weg, aber ich glaube, machbar ist er. Herr Haberland, ist es auch die Stimmung, die Sie aus Ihrem Automobilclub mit Ihren Mitgliedern mitnehmen? Ist da noch Luft nach oben? Ist es die gute Mischung oder ist es eher die Ablehnung? Ich glaube, es ist am letztlich ist es die freie Verkehrsmittelwahl und auch die Antriebswahl, die hier zählt und steht am Schluss und die Menschen halt selbst entscheiden wollen und nicht, dass für sie entschieden wird. Zumal so ein Automobil ja eine deutliche Anschaffung dann doch ist. Da sprechen wir nicht von vielleicht 5.000 Euro oder 10.000 Euro bei neuen Fahrzeugen, 30.000 Euro aufwärts. Ich glaube, die Stimmung ist nicht ganz schlecht, aber der Weg ist trotzdem noch ein ganz schön harter und steiniger. Vielen Dank. Wolfgang Maus, Sie sind ja Antriebsexperte und beschäftigen sich vor allem auch mit dem Thema Klimaziel und Energieversorgung der Zukunft. Wie sehen Sie das Ganze? Sind diese Ziele für die Energieversorgung der Industrie und der Mobilität der Zukunft auch für die privaten Haushalte? Ist das überhaupt umsetzbar oder befinden wir uns hier gerade auf einem Feldweg? Ich nutze mal die Frage so, wie sie gestellt ist, nämlich allgemein. Sie haben nicht 2030 gefragt und nicht 2050. Richtig. Und ich beziehe mich mal gerade auf 2050 und sage, ja, es ist zu schaffen. Klar ist nur, so wie wir es angehen, und das ist aus den beiden Vorrednern schon klar geworden, so geht es auf keinen Fall. Also die Voraussetzung, dass ich Ihre Frage mit Ja beantwortet habe, ist ziemlich simpel. Wir brauchen CO2-neutrale Energie und zwar ausreichend, bedarfsgerecht. Hier haben wir das erste Problem, dass die Vorhaben, die offiziell bestehen, aber leider nicht veröffentlicht werden,
dass die zeigen, dass die Energie angeblich um 52% bis 2050 reduziert werden soll. Das ist physikalisch regelrecht töricht. Das heißt also, das ist das erste Problem, weshalb es vielleicht nicht geht. Das zweite Problem ist, wir müssen, wenn wir ein Ja sagen, müssen wir bis 2050 sämtliche Fußabdrücke bilanzieren, die mit CO2 entstehen und einen optimalen Weg wählen. Konkret, nochmal auf Ihre Frage. Das heißt also, wenn wir Elektromobilität überlegen oder Verbrenner überlegen, ist es erforderlich, dass wir eine komplette Lifecycle Assessment Analyse machen, Bilanz erstellen. Und dann stellt man fest, dass die Regelungen in der EU von den deutschen Behörden unterstützt, ein totaler Unsinn ist. Das heißt, wir machen keinen Lifecycle, der dann die CO2-Emissionen PPM-mäßig, ich beziehe mich immer noch auf Ihre Frage, 2050 auf etwa 480 bis 500 PPM begrenzt. Mhm. Das heißt, wir haben, und das ist mein Ja, wir haben etwa 60 bis 80 PPM frei. Die müssen wir nutzen und dann ist das ein Ja. Also muss ich alle Mobilitätsarten, auch die batterieelektrische Mobilität, nicht nur bis zur Steckdose beachten, sondern zum Beispiel auch, das wird sicherlich auch Ihr Thema sein, die Infrastruktur, die notwendig ist, die Hunderte, vielleicht auch Tausende Milliarden Infrastruktur, die CO2-Fußabdrücke bedeuten, rechnen. Mhm. Also Sie verstehen, weshalb ich ein klares Ja sage, und Sie verstehen, weshalb ich sage, so jedenfalls nicht. Aber nahezu alles, und ich denke, das kann man zu dem Thema auch, oder kann man für das Thema auch feststellen, nahezu alles ist mit einem sehr großen gesellschaftlichen, aber vor allem auch politischen Aufwand verbunden. Korrigieren Sie mich, wenn ich hier falsch liege, aber dieses Thema muss politisch relativ strikt gesteuert werden. Da bin ich gar nicht Ihrer Meinung, weil die Ausbildung der Politiker ist normalerweise gar nicht geeignet, um die richtigen Dinge klarzulegen. Wenn wir das rückwärts aufbauen, also ich bitte jetzt meine Arroganz zu entschuldigen, aber es ist einfach so, dass wenn wir diese Voraussetzungen, die ich genannt habe, wenn wir die umsetzen, heißt das, CO2-neutrale Energie bereitzustellen, so viel wir brauchen. Das ist eine Sache der Industrie und die Industrie muss dafür sorgen, dass sie diese Energie bekommt. Das macht sie heute nicht. Interessanterweise. Das heißt, wenn Sie die Terawattstunden, die meinetwegen die Chemie braucht, 640 Terawattstunden oder Stahl 500 oder was Sie wollen, dann ist klar, dass Ihre Frage dazu führt, diese Industrie wird nicht grünen Strom und kein Wasserstoff haben und schon gar nicht zu den Preisen, die notwendig sind, weiter zu exportieren oder wettbewerbsfähig zu sein. Alles klar. Ja, sehr spannend, viele Ansätze. Dietmar Görike, Sie sind Geschäftsführer der Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen. Wie bewerten Sie das Ganze? Sind Sie zuversichtlich, optimistisch oder sagen Sie, am Ende muss es eine gute Mischung aus allen Dingen sein? Also ich denke, erstmal schönen guten Abend in die Runde. Ich denke, die gute Mischung macht es immer. Sie haben ja in Ihrer Frage viele Bereiche angesprochen, die ihren Beitrag leisten müssen. Ich selber bin der Meinung, dass die CO2-Reduktion, die Ziele, dass die nicht mehr zu diskutieren sind. Die müssen wir erfüllen. Herr Mauss hat es gesagt, wir haben ein CO2-Budget, was wir noch verbrauchen können. Das heißt, wir müssen in den nächsten Jahren den schlauesten Weg gehen, diese CO2-Anteile so zu verteilen, dass jeder, der hier angesprochen ist, also das ist nicht nur der Verkehr, sondern auch die Industrie, auch die Haushalte, auch die Landwirtschaft, die müssen alle ihren Beitrag leisten. Und das nicht nur in Deutschland. Irgendwie führen wir die Diskussion immer so, als ob wir von Deutschland aus jetzt das CO2-Problem lösen können. Das werden wir nicht.
Ich habe arge Zweifel, ob jeder Liter Benzin oder Diesel, den wir in Deutschland einsparen, weil wir so schlau sind, unsere Verbrenner abzuschalten, dass die dann gar nicht mehr verbrannt werden, sondern ich glaube, die werden für weniger Geld dann irgendwo anders hingehen. Das heißt, wir müssen Angebote schaffen, auch technologische Angebote. Und da ist Deutschland jetzt als zum Beispiel Maschinenbaunation prädestiniert, um Technologien zu entwickeln, die anderen Ländern helfen können, CO2-Vermeidung zu machen. Also wir sehen ja, also wir diskutieren halt gerade jetzt auch schon gleich am Anfang nur über den Pkw, aber ich glaube, da gibt es ganz andere Bereiche, die wir ebenso ins Auge fassen müssen und die ihren Beitrag leisten müssen. Also der Pkw ist ja nur ein Teil, der halt gerne diskutiert wird, weil jeder davon betroffen ist oder fast jeder. Und ich glaube, da müssen wir mal einen Schritt zurücktreten und sagen, wie hängt dann alles zusammen? Wolfgang Maus und ich und noch ein paar andere Leute haben in der FVV gerade eine Studie gemacht, die diesen Lifecycle-Gedanken, den Herr Maus eben angesprochen hat, aufgegriffen hat. Und wir haben halt festgestellt, dass zum Beispiel die CO2-Segnung der batteriegetriebenen Mobilität, die verschwinden halt einfach im Industriesektor und werden dann mit irgendwelchen CO2-Vermeidungskosten dann irgendwie weggedrückt. Aber real sind sie da. Sie tauchen halt nur nicht mehr im Verkehrssektor auf. Und das sind so alles Inkonsistenzen, die man bei einer gesamtheitlichen Betrachtung, die Politik in Berlin nennt das gerne Sektorkopplung, davon reden wir zurzeit überhaupt nicht mehr. Das heißt, dass alle Sektoren irgendwie miteinander verbunden sind und sich gegenseitig helfen müssen, davon redet keiner mehr. Und ich glaube, da müssen wir einfach mal weg von, dass wir diese Einzelfälle uns nur angucken, sondern wir müssen das gesamtheitlich betrachten. Ja, gerade der Bereich oder Sektor Industrie und Energie sind hier natürlich maßgeblich, tatsächlich auch, wenn man das in so Tortendiagrammen darstellt, wesentlich größer als der Verkehr, auch der Individualverkehr. Franz Pötter, Sie sind Geschäftsführer der Plattform Erneuerbare Energien. Wie ist denn die aktuelle Lage? Wie bewerten Sie das? Sind wir auf einem guten Weg oder sind Sie eher skeptisch? Also ich würde gerne auch auf die Frage nochmal eingehen, zu sagen, wo stehen wir bei der Energiewende? Und ich sage mal, Herr Maus, es gibt ganz klare Ziele der EU, auch für 2030. Und es ist eher die Frage, ob man denn bis 2050 Zeit hat, um das CO2-Budget, ob diese 60 bis 80 ppm, die wir haben, nochmal bis 2050 reichen werden, was wir an Restbudget haben. Deswegen glaube ich, ist es sehr spannend und für mich gar nicht die Frage, wir können nicht einfach weitermachen wie bisher, egal ob das die Energieerzeugung ist, ob das der Energieverbrauch im Verkehr ist, sondern wir brauchen tatsächlich ein Umsteuern. Und für mich ist der Schlüssel tatsächlich der Ausbau der erneuerbaren Energien. Ja, dass wir hier wirklich in der CO2-Bilanz runterkommen. Und dann funktioniert es auch mit der Sektorkopplung, die Herr Göring hier gerade angesprochen hat, weil wir brauchen tatsächlich die saubere Energie von Wind und Sonne und Biogas und Wasserkraft und Geothermie und Holzenergie und alles zusammen in einem guten Mix, damit wir einfach unsere Industrieprozesse grüner hinkriegen, klimafreundlicher und auch, dass wir dann auch Arbeitsplätze schaffen. Und das, glaube ich, ist eine große Chance. Und das war ja auch von Ihnen die Frage, können wir uns das denn leisten, letztendlich dieses Umsteuern? Und da bin ich überzeugt, ja, das können wir. Wir brauchen entsprechende Rahmenbedingungen, dass wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich schneller vorankommen, deutlich forcierter. Und wir brauchen auch tatsächlich die politischen Rahmenbedingungen. Es ist nicht nur der Verbraucher, der da letztendlich dann entscheidet, sondern man muss politisch schon auch letztendlich festlegen, wie viel kostet denn eigentlich eine Tonne CO2? Das ist ein wichtiger Schritt, dass wir jetzt den CO2-Preis haben, um einfach zu sagen, okay, wenn ich die realen Kosten für eine Tonne CO2 liegen eigentlich bei 180 Euro bis 200 Euro. Wenn man das dann vergleicht, sozusagen die Kilowattstunde Solarstrom, die eben keinen CO2-Abdruck hat oder einen minimalen, also wird mit null gerechnet, aber natürlich hat auch der Herstellungsprozess für ein Photovoltaikmodul einen kleinen CO2-Footprint, aber wenn man den vergleicht mit der Kilowattstunde Kohle, dann ist der halt um ein Zigfaches besser und deswegen braucht es da den politischen Rahmen, der dann sagt, ja, wir wollen wirklich den Ausbau der Erneuerbaren und wir können gar nicht anders handeln als
jetzt und wir brauchen diese Ziele als Mindestziele, was die EU jetzt vorgegeben hat mit 45% CO2-Reduktion. Und da muss Baden-Württemberg, weil wir ja auch, es ist ja vor der Landtagswahl, muss Baden-Württemberg tatsächlich auch die eigenen Klimaschutzziele dringend anpassen. Das, da hinken wir weit hinterher, hinter dem, was EU und auch die Bundesregierung beschlossen hat. Ja, ein politischer Rahmen, sagen Sie. Es gehört natürlich neben Politik, Gesellschaft und der Einzelne auch dazu, der Verbraucher. Das habe ich jetzt hier aus der Runde auch so mitgenommen. Herr Seibler, Sie sind jetzt in der Politik auch, Sie sind aber vor allem praktisch wie theoretisch vom Fach. Wie sehen Sie diese Ziele, die wir uns setzen, auch die sich die EU gesetzt hat? Ist das technisch und wirtschaftlich erreichbar? Also ich denke, es gibt eine gute Nachricht, nämlich die Zahlen für 2020. Wir haben die Ziele erreicht, entgegen aller Voraussetzungen oder Voraussagen. Und das kommt im Wesentlichen einmal durch die Einsparungen im Verbrauch, auch von Verbrennern. Und natürlich ein bisschen hat dazu die Corona-Pandemie beigetragen. Also insgesamt 2020 haben wir das Ziel von 95 Gramm CO2 auf 100 Kilometer, pro Kilometer, Entschuldigung, haben wir erreicht. Und die einzelnen Firmen haben ja auch gemeldet, wie weit sie von diesem Ziel noch entfernt waren. Das sind nur ein paar Gramm pro Kilometer CO2, die der Daimler oder der VW nebendran liegt. Für 2030 und 2050 wäre meine Antwort sehr wahrscheinlich nein. Und zwar, weil, wie der Herr Mausel es auch schon gesagt hat, diese Ziele verbunden sind mit einer Vorgabe der Politik, wie sie zu erreichen wären. Zum Beispiel mit regenerativer Energie, zum Beispiel mit Elektrofahrzeugen. Dieser Weg ist falsch und führt nicht zu den gewünschten Einsparungen von CO2 bis zum Jahr 2030 oder zum Jahr 2050. Wenn man mal auch hinzieht, was es bedeutet, wenn wir ganz stark die Verbrenner einschränken, die Ölheizungen einschränken, was das bedeutet für die Infrastruktur, die wir zurzeit haben, die im Besitz von privaten Eigentümern ist, zum Beispiel die Heizungen, die im Besitz von Autos, also den Autobesitzern ist, die im Besitz von den Autofirmen ist. Wenn wir das alles abbauen müssen, und da gibt es eben Hinweise aus der Politik, dass das sein soll, dann entsteht uns ein riesiger, riesiger Schaden wirtschaftspolitisch, der überhaupt nicht auszugleichen ist. Wir haben bisher große Erfolge in der Automobilindustrie gehabt mit unserer führenden Technik für Verbrenner, für alle möglichen Funktionen im Auto. Auch die Abgasreduzierung haben wir vorangetrieben in den letzten 30 Jahren. Da war ich sehr stark selber beteiligt. Ich denke, das ist eine Technik, die sich sehr entwickelt hat, sehr zugunsten der Umwelt. Und die Elektrofahrzeuge, die haben definitiv längst nicht die Vorzüge umweltmäßig, wie sie das von der Politik zugeschrieben bekommen. Also ich bin der Meinung, 2030 werden wir verfehlen, vielleicht knapp, aber auf jeden Fall. Und 2050 ist mit den jetzigen Randbedingungen nicht erreichbar. Ja, vielen Dank. Geht gleich mal nach dieser ersten Runde Feedback aus dem Chat. Hier wird gelobt, dass es eine sehr faktenbasierte Diskussion sei und dass man das vor allem auch in die Parlamente mehr bringen sollte. Also Politik mehr wie diese Expertenrunde heute Abend. Und ich würde zum zweiten Thema gerne kommen. Wir schreiten nämlich in der Zeit voran. Zum Thema Energieversorgung und den Ausbau regenerativer Energien. Und ich habe mir heute noch mal ganz kurz auch einen Text rausgesucht, nur mal, um sich auch zu verdeutlichen, vielleicht auch für die Zuschauer, was das für Kosten und für den Aufwand sind. Diese Energiewende, die wir vorhaben, liegen alleine auf Deutschland berechnet bis 2050 zwischen 500 und 3000 Milliarden Euro. Also ein immenser Batzen Geld, der wohl durchdacht und gut koordiniert eingesetzt werden sollte. Zum Thema Energieversorgung und regenerative Energien. Es gibt Windkraft, es gibt Photovoltaik, alles wird ausgebaut. Gleichzeitig steigen wir aber aus der Kernkraft und aus der Kohle aus. Wie kann denn hier die Energieversorgung sichergestellt werden? Ich würde einfach wieder von vorne beginnen, wenn es in Ordnung ist, Michael Bagende.
Sind Sie der Meinung, dass wir das so schaffen, dass es eine Sicherstellung der Energie geben, oder müssen wir dann möglicherweise den Strom aus dem Ausland über die Strombörse wieder einkaufen und haben dann eigentlich keine wirkliche Kosten-Nutzen-Rechnung? Also ich bin Ihnen für diese Frage sehr dankbar. Lassen Sie mich erst noch zwei Sätze sagen zu dem gerade Diskutierten. Ich glaube, es gibt einen ganz grundsätzlichen Aspekt, der in der ganzen Diskussion, die jetzt läuft und auch in allem überhaupt, was läuft, nicht gebührend betrachtet wird. Und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten, das Thema CO2-Neutralität zu erreichen. Die eine Möglichkeit ist CO2-Vermeidung. Das ist, auf das wir den völligen Fokus jetzt setzen. Ja, wir wollen unbedingt und in jedem Fall CO2-Vermeidung. Dieses Wort Dekarbonisierung ist der größte Unfug, den man sich vorstellen kann. Er schafft nämlich die Menschheit ab, ja, weil wir bestehen aus Kohlenstoff zum größten Teil. Ja, das heißt, unsere ganze Erde besteht aus Kohlenstoff. Es funktioniert nicht anders. Also wenn, dann reden wir bitte von Defossilisierung. Also das heißt, es geht um fossile Energien. Und da einer der Redner hat das vorhin gesagt, es nutzt nur etwas. Alles, was wir tun, wenn im Gegenzug fossile Energien im Boden bleiben. Wenn die fossilen Energien nicht im Boden bleiben, und da rede ich von Kohle und da rede ich von Erdöl, dann sind alle unsere Bemühungen sinnlos. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und das ist mal dieser ganz wichtige Punkt. Also das heißt, wir reden nur von CO2-Vermeidung. Was macht denn die Natur? Die Natur macht einen CO2-Kreislauf. Das macht sie jeden Tag. Das ist das Grundprinzip unserer Erde, der CO2-Kreislauf. Ja. So, und wir Menschen meinen in unserer unendlichen Arroganz, wir könnten CO2 völlig vermeiden. Tatsächlich gibt es ganz viele Bereiche, und die Definition wird es dann irgendwann beginnen, in denen nur ein CO2-Kreislauf Sinn macht. Da gibt es natürlich Fragen bezüglich dem, im Prinzip, welche Zeitverzögerungen da drin sind und so weiter und so weiter. Alles das. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen daran gehen, die Bereiche zu definieren, in denen wir einen CO2-Kreislauf brauchen, was automatisch zu synthetischen Kraftstoffen nämlich führt. So, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der findet nicht statt. Und da ist die Sektorkopplung bzw. die Sektortrennung ein riesiger Hemmschuh, weil er genau diesen CO2-Kreislauf verhindert. Haben Sie ein konkretes Beispiel, also wirklich ganz konkret? Ja, ganz konkret. Wenn Sie den mühsamsten Weg gehen, nämlich CO2 aus der Atmosphäre holen, ja, und nicht die CO2-Emissionen, die es in Massen auf dieser Erde gibt, da anzapfen. Also wenn Sie es aus der Atmosphäre holen und daraus synthetische Kraftstoffe machen und mit diesen synthetischen Kraftstoffen fahren, haben Sie keinerlei CO2-Reduktion erreicht. Weil das ist diese Sektortrennung, die da heißt, es zählt nur das CO2, was aus dem Auspuff kommt. Nur diese. Ja, das heißt, wie neutral die Herstellung des Kraftstoffes stattgefunden hat, spielt überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil, es wird praktisch dem Energiesektor, wenn man jetzt CO2 nimmt, was jetzt bei irgendwo anfallen würde, jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen Industrieanlagen oder sonst irgendwo, wenn man das nimmt, im Prinzip wird es dem Energiesektor als Reduzierung angerechnet. Aber lassen Sie mich noch ganz kurz, damit ich nicht zu viel Redezeit verschwende, ganz kurz, was Sie eigentlich gefragt haben. Und zwar, wir machen einen Riesenfehler. Wir meinen, dass wir mit regenerativen Energien energieautark würden in Deutschland. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir werden auch weiterhin abhängig davon sein, dass wir Energie importieren. Und sie wird nicht auf elektrischem Wege mit Kabel zu uns kommen. Sondern wir müssen Energie importieren in Form von chemischen Energieträgern. Da können wir prima diskutieren, aus was die bestehen. Wunderbar. Vielleicht kommen wir da das Thema später. Aber wir müssen das akzeptieren. Es macht überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken, dass wir in Deutschland energieautark würden. Das steckt aber in den Köpfen drin.
Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, genauso wie diese ausschließliche Fixierung auf Wirkungsgrad. Das sind im Prinzip alles nur Versuche, ein komplexes Thema so zu vereinfachen, dass es völlig sinnentleert wird. Ja, Herr Bagende, vielleicht kommen wir da später drauf, was Sie anschneiden. Haben wir nachher auch noch bei uns auf der Themenliste, können wir auch auf das Thema Wasserstoff, glaube ich, auch anspielen. Würde weitergehen. Ich bin fertig. Ja. Da geht es nur, diese zwei Punkte wirklich in die Diskussion zu bringen. Das heißt CO2-Kreislauf, ja, und wir müssen Energie importieren, auch in Zukunft. Das Energieimport. Ja. Gut, wunderbar. Herr Haberland, Herr Bagende sagt Energieimport. Sind Sie da einer Meinung? Denken Sie auch, dass alleine Windkraft und Photovoltaik vor Ort im Land nicht reicht, um alles abzudecken? Das denke nicht nur ich, sondern das denken ganz viele andere auch. Ich hatte kürzlich Professor Sinn in einem Interview, Professor Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut, der Präsident, der langjährige, und der meinte ganz deutlich, Merkels größte, dümmste Entscheidung war eben die Atomkraft in Deutschland abzuschaffen und zu verbieten. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie sagen, Sie haben Budget im Haushalt, ja, und das brauchen Sie annähernd auf, sagen wir mal von 2.000 Euro im Monat, und davon ernähren Sie die Familie, Sie zahlen die Wohnung, Sie haben laufende weitere Kosten und vielleicht am Ende des Monats bleibt noch ein bisschen was übrig, was man sich zurücklegt für den Urlaub. Tja, und wenn dieses Budget auf einmal gekürzt wird und Sie haben nicht mehr 2.000 Euro, sondern sagen wir mal nur noch 1.200 Euro im Monat, dann werden Sie vielleicht noch nicht nach einem Monat oder nach zwei, aber spätestens nach einem halben Jahr werden Sie merken, irgendwie geht meine Gesamtkalkulation nicht mehr aus und dann muss ich anfangen zu sparen. Und dann, wenn aber, sagen wir mal, jemand hergeht, der Sohn, die Ehefrau oder der Ehemann, und kauft aber dann extra ein teures Auto und soll von diesem Budget finanziert werden, merken Sie, Sie sind irgendwie, das kommt nicht zusammen. Und die Rechnung geht am Ende des Monats nicht auf oder am Ende des Jahres, und Sie müssen doch einen Kredit aufnehmen bei der Bank oder sich anderweitig verschulden. Und so ähnlich ist es da auch. Im Moment, so kommt es mir zumindest vor. Ich habe mehrere Charts jetzt gesehen, wie haben wir die Wirtschaft, wie haben wir die energiepolitische Entwicklung. Wir haben jedes Jahr ungefähr 1% mehr Energie, den wir in Deutschland brauchen. Also momentan einen Pro-Kopf-Verbrauch von 516 Milliarden Kilowattstunden. Und jedes Jahr wird es 1% mehr, was dazukommt, zumindest im Moment, wenn wir alles auf E-Mobility umstellen wollen. Dann reicht dieses 1%ige Wachstum gar nicht. Wenn wir aber gleichzeitig die Atomkraft abschalten, gleichzeitig aus der Kohleenergie aussteigen, ich spreche jetzt da gar nicht über die CO2-Verschmutzung generell, dann werden wir merken, ja, wir müssen importieren. Es geht schon gar nicht mehr. Es gab in München so einen ähnlichen Fall, jetzt gerade vor der Haustüre. Da sollte einer von drei Blöcken der Müllverbrennungsanlage abgeschaltet werden. Es ist in einem Bürgerentscheid so entschieden worden. Ja, wir wollen auf jeden Fall diesen Block abschalten. Ja, und das ist schon vor Jahren passiert. Und die Netzagentur hat gesagt, nee, können wir nicht machen, weil die Energieversorgung nicht mehr gewährleistet ist für diese Stadt. Am Schluss, zumindest in Peaks. Und so ähnlich wird es uns irgendwann auch gehen. Da sprechen wir nicht von einem Block, sondern sprechen von mehreren Blöcken. Wir haben das Budget hier nicht im Griff. Wir schauen nicht bis zum Ende des Jahres, und das müssen wir aber, und sondern vielleicht nur zum Ende der Wahlperiode, und jeder Politiker versucht, sich darüber hinüber zu retten. Und so wird das auf jeden Fall nicht funktionieren. Denn CO2 kennt keine Grenzen. Ja? Also müssen wir uns diese Energie, wenn wir mehr Bedarf haben, irgendwo hier einkaufen. Und das wird vielleicht nicht die sauberste sein. Und das wissen wir alle, die Diskussion gibt es da in Deutschland. Ja, die Energieversorgung ist nicht gekoppelt an Legislaturperioden. So ist es, so wie viele Themen in der Politik. Weitsicht ist da gefragt, Herr Maus. Wie sehen Sie die Weitsicht beim Thema Energieversorgung? Reichen die regenerativen Energien bei uns vor Ort, oder müssen wir letztendlich irgendwann, ich denke, da ist man sich aber relativ einig, importieren oder vielleicht auch über andere Wege noch irgendwas dazu machen? Herr Maus, ganz kurz, Entschuldigung, das Mikrofon noch anmachen und dann nochmal starten von vorne. Jawohl. Entschuldigung. Ja, ich darf diese Frage von Ihnen nochmal mit der ersten koppeln. Also ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir das schaffen. Also ich stimme Herrn Seibler zu.
Bis 2030 vermutlich nicht. Ich bin immer noch bei Ihrer Frage. Bis 2050 wird sich die Naturwissenschaft durchsetzen. Davon bin ich überzeugt. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Wenn Sie zum Beispiel die Kilowattstunde in China für die Industrie für etwa 4,2, 4,5 Euro Cent kaufen können, und zwar brutto, also mit Steuern, mit allem drum und dran. Und Sie haben hier eine Diskussion, dass mit viel Glück, wenn Sie Vielverbraucher sind, 12 Euro Cent berechnet werden. Heißt das doch für jeden Normaldenkenden, Klardenkenden, irgendjemand muss jetzt etwas dreimal so gut machen, weil die Energie ja als Kosten mächtig durchschlägt. Also nehmen wir mal die Stahlindustrie, um auf Ihre Frage zu kommen. Ich komme gleich auf die Lösungen. Aber ich möchte das Problem, was Sie gefragt haben, nochmal schnell klarstellen. Gerne. Das heißt also, wenn die Stahlindustrie davon träumt, mit erneuerbaren deutsch hergestellten Energien Wasserstoff herzustellen, das dann für 12 Euro Cent brutto im Stahlwerk, dann ist das eben dreimal so viel wie das, was in China anfällt. Und das heißt also, die Kilowattstunde ist das Maß, an dem wir erkennen können, ob wir wettbewerbsfähig sind. Jetzt komme ich zu meinem Optimismus Ihrer ersten Frage. Wenn wir wirklich klar denken, naturwissenschaftlich klar denken, heißt das doch, was schon alle gesagt haben, es muss CO2-neutral sein. Das ist so. Und wir schaffen das. Aber wir schaffen es wettbewerbsfähig nicht mit sogenannten erneuerbaren Energien in Deutschland. Wir importieren heute 70% der Primärenergie aus dem Ausland. 70%. Jeder, der Dreisatz beherrscht, weiß, das ist mit Wind und mit Sonne nicht zu machen. Wie sieht das in den letzten Jahren an? Das ist relativ konstant. Ja, also für Zweifel habe ich nachher auch Grafiken, die wir notfalls einblenden können, ja, um das sicherzustellen. Weil Fakten sind ja immer das Beste. Ich komme noch mal gerade zur Kernenergie. Die Chinesen bauen Kernenergie aus und zwar schneller als die sogenannten Erneuerbaren. Und das heißt also, deren Kilowattstundenpreise werden nicht weiter ansteigen. Und das heißt auch, nehmen wir mal Stahlpreise als für uns wichtigen Punkt. Autos werden nun mal aus Stahl hergestellt. Stahl kostet in China knappe 600 Euro. Und die DENA hat ausgerechnet mit synthetischem, also mit Wasserstoff, mit grünem, wären das etwa 1200 Euro für die deutsche Stahlindustrie sein. Jetzt komme ich zur Kernenergie. Ich habe zufälligerweise in der Kernenergie als junger Ingenieur gearbeitet und weiß, dass Kernenergie in Deutschland sicher ist. Also ich kann jeden überzeugen, der es ernst meint. Wenn Sie aber beispielsweise feststellen, dass in der Regierung Politiker sind, die nicht mal wissen, was das Kernkraftwerk der Generation 4 ist, was beispielsweise die Chinesen und die Russen entwickeln und in Amerika weitgehend entwickelt ist, dann fragen Sie sich, was ist in diesem Land los? Das heißt, diese Generation 4, ich darf das schnell in Diskussion werfen, weil Sie können daraus dann auch einen Kraftstoffpreis nehmen, ist ohne Abfall. Sie können den heutigen Abfall verarbeiten, weil es ein inhärenter Brutprozess ist. Er ist inhärent sicher. Und glauben Sie, was die Kilowattstunde etwa kosten würde, weil man Uran 238 verwenden kann, was normalerweise Abfall ist? Ungefähr 1 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, die Frage muss richtig beantwortet werden. Die 70% Primärenergie, die wir heute importieren, lassen sich nicht mit den sogenannten Erneuerbaren, wohl aber mit der Generation 4 beziehungsweise weiter Verwendung der sicheren Kernkraftwerke erreichen. Also kritischer Blick auf die Ablehnung oder auf den Ausstieg aus der Kernkraft, aus der modernen Kernkraft. Ja, und jetzt wissen Sie, weshalb ich optimistisch bin. Ja, ich sage, es ist möglich. Und es ist möglich. Wir müssen nur die Kehrtwende erreichen, die dann Energiewende heißt, gerne.
aber wir müssen wirklich dann uns wenden. Fragen wir Dietmar Görike, was müssen wir tun? Sind Sie auch der Meinung, dass man vielleicht bestimmte Dinge nochmal überdenken sollte, auch nochmal mehr mit dem Stand der Technik mitgehen sollte? Also ich denke, denken sollte man immer. Es ist viel zu dogmatisch, was zurzeit diskutiert wird. Ich bin da völlig mit bei Wolfgang Maus, dass das Thema Kernkraft wahrscheinlich irgendwann wiederkommt. Ich habe gerade im Chat gelesen, bringen Sie das mal der Greta-Fraktion bei. Ich habe neulich gelesen, dass Greta sich durchaus nicht negativ zur Kernenergie geäußert hat. Aber das will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, wir müssen mal von der Mehr weg, dass wir unsere Energieversorgung in Deutschland alleine machen. Wir importieren schon immer. Und wir können froh sein, dass die Franzosen ihre Kernkraftwerke laufen lassen, weil in Problemtagen schieben die uns wunderbar ihren Strom rüber. Also das ist ja alles ein Riesennetzwerk in Europa. Und wenn wir Energie importieren müssen, was wir auf jeden Fall tun werden, dann muss das aus Gegenden kommen, wo man dann zum Beispiel regenerative Energieträger hergestellt hat, die dann mit großer Wahrscheinlichkeit in Form von Kraftstoffen oder von Wasserstoff wieder mit Schiffen bei uns anlanden, aber die wir definitiv nicht selber machen. Das ist Unsinn. Also wir sehen doch jetzt schon in der Diskussion, dass das Thema Windkraft an Land praktisch zum Erliegen gekommen ist, also seitdem dann die neuen Regelungen gibt und überall, wo neue Windräder hinkommen sollen, steht sofort eine Bürgerinitiative auf. Ich kann das verstehen, aber es wird uns nicht helfen. Und dann haben wir das Thema mit den Energietrassen, um den Offshore-Windstrom irgendwie in den Süden zu kriegen. Also das sind alles Probleme, die wir haben und die wir auch auf die Schnelle wahrscheinlich nicht lösen können. Und deshalb müssen wir jetzt einfach mal dahin gehen und den Ländern, denen wir vertrauen und von denen wir wissen, dass sie gute Voraussetzungen für regenerative Energie haben und damit mögliche potenzielle Energielieferanten sind, wir müssen mit denen reden, denen Angebote machen. Also ich denke mal Nordafrika, Chile, Porsche geht ja jetzt mit Siemens nach Chile. Das sind erstmal tolle Optionen und die Menschen dort, die brauchen auch Energiewende, die brauchen auch Arbeitsplätze, die brauchen auch Wertschöpfung. Und wenn wir uns da dann auch system- und grenzübergreifend vernetzen können, dann ist uns viel geholfen. Also wir müssen uns einfach von dem Gedanken verabschieden, dass wir den Strom, den wir brauchen, hier zu Hause machen. Und ja, wir sollten auch nicht immer nur von Strom reden, sondern die Energie, die Primärenergie, ja, die wir brauchen, ist ja noch viel, viel anderes. Ja, wir reden immer nur von Strom. Also das Thema ist, glaube ich, muss aufgeräumt werden. Herr Pötter, ich würde die Frage nach der Energieversorgung und Energiesicherheit in der Zukunft gerne mit einer Zuschauerfrage verbinden. Die bezieht sich auf das Thema Kreislauf. Ich denke, das hat Herr Bagende ganz am Anfang benannt. Es bezieht sich auf das Thema Kreislauf und mit dem kritischen Hinweis, dass das ganze Wirtschaftsprinzip auf Wachstum ausgelegt ist und dann, dass in diesem geschlossenen System des Wachstums eigentlich das gar nicht funktionieren kann, ohne dass es eine Katastrophe gibt. Sind wir beim Thema Energie kurz vor der Katastrophe oder ist es noch irgendwie handelbar? Nee, wir sind da gar nicht vor einer Katastrophe, sondern wir haben in Deutschland ja teilweise jetzt über 50% erneuerbare Energien im Stromsektor und da die Versorgungssicherheit ist genauso gewährleistet wie vorher, die Strom Ausfallzeiten sind genauso gering wie vorher. Da hat man einiges letztendlich tatsächlich verbessert, auch was Prognosetools angeht und Ähnliches. Und ich muss schon mal sagen, mich erstaunt sehr die Diskussion um Kernenergie. Die hätte ich an der Stelle hier nicht erwartet in der Diskussion um die Atomkraft. Da sind wir als Branche ganz andere Meinung und vertrauen auch nicht auf eine Zukunftstechnologie der vierten Generation. Möchte ich nur kurz in der Runde auch klarstellen. Aus unserer Sicht, der Herr Bagende hat es sehr schön gesagt, wir brauchen den CO2-Kreislauf, das stimmt, ne? Das wäre natürlich das Optimum. Nur sind wir aktuell mit unserer Lebens- und Wirtschaftsweise, können wir diesen Kreislauf ja gar nicht einhalten, ne? Weil wir einfach viel zu viel großen CO2-Footprint haben, egal wie wir leben, mit der Heizung, mit dem Energieverbrauch, mit unserer Mobilität. Und da müssen wir eben tatsächlich überlegen, wie kommt man runter? Und aus meiner Sicht sind da eben die erneuerbaren Energien der Schlüssel dazu, dass wir wirklich Sonne und Wind haben. Und wir brauchen diese Diskussion nicht deutschlandweit führen über Autarkie.
Da bin ich wieder ganz bei Ihnen. Wir haben ein europäisches Stromnetz. Wir exportieren in den letzten Jahren. Wir haben einen riesigen Stromexportüberschuss über die Jahresbilanz von über 10 Gigawattstunden, Terawattstunden, die wir per Saldo exportieren ins europäische Ausland. Also wir versorgen die sozusagen mit teilweise grüner Energie, wenn wir in Norddeutschland der Wind sehr stark weht, und helfen auch Frankreich zum Beispiel im heißen Hitzesommer, hat Deutschland viel mehr Strom nach Frankreich exportiert, weil deren Atomkraftwerke gar nicht genügend Kühlwasser hatten aus den Flüssen. Die konnten gar nicht so viel Kühlwasser entnehmen. Von dem her glaube ich tatsächlich, wir müssen gucken, wo können wir, können nicht alle erneuerbaren Energien in Deutschland für alle Sektoren 100% abdecken, glaube ich auch, bin ich überzeugt. Wir brauchen einen Import. Und wir sehen aber eben, dass gerade die Erneuerbaren wie Sonne, wenn man in Südspanien, gibt es ein großes Kraftwerk aktuell gebaut, die produzieren den Solarstrom für 1 Cent pro Kilowattstunde. Exportieren dann von Spanien sie transformieren ihn in Wasserstoff, bringen ihn nach Deutschland und sagen, sie können das aktuell für unter 3 Cent machen. Ja, das heißt, es gibt schon Projekte und wir müssen einfach schauen, dass wir tatsächlich da die Infrastruktur dafür schaffen. Aber wir können nicht so tun, dass wir sagen, oh ja, wir machen jetzt den Energiekolonialismus, sage ich mal. Und Nordafrika hat genügend Sonne und Wind für alle, sondern wir müssen schauen, was wir selber machen können und dann den Rest importieren und das Ganze auch in einem europäischen Netzwerk. Ja. Herr Seibler, es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite steigen wir aus vielen Dingen aus. Wir haben es benannt, aus der Kernkraft, aus Kohle, aus altetablierten Dingen zugunsten erneuerbarer und sauberer Energie. Gibt es hier Sicherheit? Und was müsste hier vor allem auch die Politik noch besser mitsteuern oder machen? Ja, ich denke, wir müssen ein bisschen Wasser in den regenerativen Wein schütten. Wir haben im Moment eine Kraftwerkskapazität brutto von 220 Terawatt. Gebraucht werden ungefähr 70, 75 Terawatt. Im Moment haben wir Öl, Erdgas, Kohle mit insgesamt 92 Terawatt und 8 Terawatt Kernenergie, also insgesamt 125 von den 220. Das heißt, die regenerative Energie reicht formal im Durchschnitt auch aus. Aber sie ist extrem volatil. Es gibt Zeiten und Tageszeiten, in denen die regenerative Energie praktisch ausfällt. Als Beispiel, Herr Seibler, als Beispiel abends, wenn man heimkommt, wenn man kocht, wenn man die Waschmaschine anmacht, wenn die Familie da ist, wenn die Sonne nicht scheint. Wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, das nennen wir dann Dunkelflaute, dann sind die 125 Terawatt regenerative Energie, die schmelzen weg auf ungefähr 20 Terawatt. Das ist Biomasse und Wasserkraft und sowas. Wir brauchen also für die ganze regenerative Energie eine Reservekapazität in gleicher Höhe. Also Sie müssten im Prinzip 100 Terawatt Reservekapazität bilden, idealerweise sind es dann im Moment Gaskraftwerke, um diesen Ausfall kompensieren zu können. Und dann auch nur für kurze Zeit. Das heißt, das sind Kraftwerke, die nur ganz wenig laufen, viel Geld gekostet haben, aber nicht gebraucht werden. Nicht im Durchschnitt gebraucht werden, aber für die Versorgung gebraucht werden. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Bezug von Energie aus den Nachbarländern, also Strom vor allen Dingen, die sind genau auf demselben Weg. Die gehen auch in regenerative Energien und noch in natürlich Atomkraftwerke. Die müssen auch ihre Kohlekraftwerke abbauen. Wo wollen wir denn in Zukunft das Ganze herbekommen? Im Moment kriegen wir das noch aus Tschechien, aus Polen oder sonst woher. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Also mein Petitum heißt regenerative Energie ja, aber nur bis zu einem gewissen Grad, wo es da auch wirtschaftlich ist. Wir müssen, so wie es der Herr Maus gesagt hat, andere Wege finden, um uns zu versorgen, und zwar sicher zu versorgen. Also wie gesagt, in der Dunkelflaute wollen wir auch noch Kaffee kochen und unsere Autos in Zukunft aufladen.
Ja, vielen Dank. Ich will auf den letzten Metern, wir haben noch 10 Minuten, ich will auf den letzten Metern gerne zwei Themen, zwei Fragen kombinieren. Ich habe noch zwei Fragen auf meiner Liste, auf meiner Agenda. Ich würde mit Ihnen noch gerne Stunden weiter diskutieren. Wir haben aber gesagt bis 20 Uhr. Und ich würde gerne das Thema Elektromobilität als Antrieb der Zukunft kombinieren mit alternativen Energieträgern und Antriebsformen, nämlich Wasserstoff und E-Fuels. Und stellen die Frage, sind wir mit der Elektromobilität hier wirtschaftlich und technisch auf einem guten Weg? Oder muss es hier zu einer Ergänzung möglicherweise mit alternativen Dingen wie Wasserstoff und E-Fuels kommen? Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Und ich würde wieder bei Herrn Bagende starten, mit der Bitte aber tatsächlich, sonst bekommen wir 10 Minuten nicht hin, um kurze Antwort, vielleicht am besten eine Minute jeder Teilnehmer. Herr Bagende, bitteschön. Ja. Wir werden, wenn wir das Thema CO2 ernst nehmen, und da bin ich wirklich bei Greta Thunberg, dann werden wir nicht drum herum kommen, die Bestandsflotte CO2 zu reduzieren. Und das geht nur über synthetische Kraftstoffe, die beimischbar sind. Da wir synthetische Kraftstoffe weitgehend in der Luftfahrt beziehungsweise in der Schifffahrt akzeptiert haben, und wir werden sie aller Voraussicht nach auch im Schwerlastverkehr akzeptieren müssen, ja, werden sie sowieso produziert werden. Warum werden sie es jetzt nicht? Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt kein Geschäftsmodell im Moment und es gibt keine Investitionssicherheit. Das ist der einzige Punkt. So, und das heißt, um den Bestand zu reduzieren, ist das eine zwingende Notwendigkeit. Die Elektromobilität ist eine wunderbare Geschichte. Dort, wo Ladeinfrastruktur existiert und wo das passt. Ich sage ein letztes Beispiel und dann bin ich auch schon fertig. Nehmen Sie einen mobilen Pflegedienst. Nehmen Sie diese mobilen Pflegedienste. Mhm. Die machen praktisch dynamisches Parken. Ja, die fahren 500 Meter, dann haben Sie Ihren nächsten Patienten, dann fahren Sie wieder 500 Meter. Eine ideale Anwendung für Elektromobilität. Da ist ein Verbrennungsmotor vollkommen falsch, schlicht und ergreifend. Ja. So, aber ich sage es mal so, die Vorstellung, dass wir alle irgendwann mit 100, 150 oder noch mehr Kilowattstunden Batterien durch die Gegend fahren, das kann ich mir so nicht vorstellen. Herr Haverland, die Mobilität der Zukunft sieht wie aus? Die Mobilität der Zukunft sieht gemischt aus. Und ich bin überhaupt nicht bei Greta Thunberg, die alles schlecht redet eigentlich, was unsere Väter und Großväter hier geschaffen haben. Gerade hier im größten deutschen Industriebereich, nämlich dem Automobil. Wir bauen schon die besten Autos der Welt. Und das können wir übrigens auch mit den Elektroautos. Ja, und da macht die deutsche Industrie ja gerade Riesenschritte. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine Mischform geben wird. Diese Mischform wird nicht nur Elektro heißen, wird nicht nur E-Fuel heißen oder Verbrennungsmotor. Aber im Moment haben wir noch 48 Millionen PKWs als Verbrennungsmotoren in diesem Land. Und da wir gute Autos bauen, haben die auch eine lange Lebenszeit und einen langen Lebenszyklus. Und es wäre ja wirklich eine Verschwendung, wenn man diese ganzen Autos und dieses riesige Vermögen einstampfen würde, die Leute enteignen würde, was die Grünen ja gerne möchten. Ja, jetzt wollen sie auch noch die Einfamilienhäuser verbieten. Die Autos wollen sie uns sowieso verbieten. Eine Verschwendung. Deswegen muss es da eine Entwicklung geben. Und ich appelliere ganz klar und deutlich an die Politik, nicht immer nur Nein zu sagen und wenn dann und das aber. Wenn wir so angefangen hätten, Autos zu bauen für weit über 100 Jahren, hätten die Herrn Daimler oder Diesel niemals weitergemacht mit dieser Einstellung. Und deswegen wird es da auch weitergehen. Und das Thema E-Fuels steht ja ganz erst am Anfang. Und ich glaube, dass es eine tolle Entwicklung geben wird. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Ingenieure da von Anfang an und vorne mit dabei sind, wie das Porsche eben ganz gut vormacht. Und es gibt ein sowohl als auch und nicht ein entweder oder. Und genau mit dieser Einstellung sollten wir leben und auch arbeiten und unterwegs sein. Ja, vielen Dank. Die Mischung macht's, sagt Herr Haverland und verteidigt auch die deutsche Automobilgeschichte. Herr Maus, können Sie damit zustimmen? Würden Sie die Automobilindustrie in Deutschland so auch verteidigen oder sehen Sie hier noch Nachholbedarf? Das ist mal wieder eine zwiespältige Frage von Ihnen.
Also die Automobilindustrie als solche ist ja eine Institution. Die Frage ist, wie ist es möglich, dass die Chefs der Automobilindustrie Dinge erzählen, die sozusagen auch das Befürworten von Well-to-Wheel und Tech-to-Wheel akzeptieren. Ist mir unbegreiflich. Das wird uns die Klimamöglichkeiten nicht eröffnen. Warum, was ich schon sagte, gehen Sie nicht auf die Infrastruktur ein, egal ob Wasserstoff oder Elektromobilität, die bilanziert werden muss? Und ganz exakt auf Ihre Frage geantwortet. Die Chinesen haben das Problem begriffen, und zwar, dass Mobilität Wohlstand erzeugt. Mobilität als solches. Also das heißt, nicht nur, dass LKWs fahren, sondern dass in den Werkstätten und in den Fabriken rationaler gearbeitet wird. Also ein großer Teil, das haben leider die Ökonomen nicht rausgearbeitet, ein großer Teil des Wohlstands entsteht indirekt durch die Mobilität. Wenn Sie die wegnehmen oder teurer machen oder was immer Sie wollen, was wir diskutiert haben, wird es Deutschland in dieser Weise nicht mehr geben. Also das heißt, das haben die Chinesen begriffen, damit ende ich. Und nicht nur über die Energiepreise, sondern sie haben eine Strategie, die ganz klar gegen die Strategie gerichtet ist, die die meisten deutschen OEMs heute haben. Sie werden sogar gewinnen, wenn wir nicht bald die Verkehrswende ordentlich gestalten. Die Mobilität der Zukunft, Herr Görlicke, wie schaut die Ihrer Ansicht nach aus? Also ich kann eigentlich den drei Vorrednern zu dem Thema nur recht geben. Ich erhöhe die 48 Millionen auf 1 Milliarde Fahrzeuge, die wir weltweit haben, für die wir CO2-Reduktionen dynamisch vorantreiben müssten über E-Fuels. Das ist ein Thema, Sie haben es gemerkt, ich denke da auch ein bisschen über Deutschland immer hinaus, was wir uns anschauen müssen. Und ich möchte auch zu bedenken geben, dass es noch hunderte von anderen motorischen Anwendungen gibt, über die wir gar nicht gesprochen haben. Ja, Baumaschinen, Landmaschinen, Notstromaggregate, wo immer etwas knattert und Emissionen macht, sind es oft Motoren. Und für die müssen wir auch mitdenken. Das ist auch ein wichtiger Teil unserer Wertschöpfungskette. Wenn die Automobilindustrie und ihre Zulieferkette zusammenbricht, können wir das auch nicht mehr machen. Das geht relativ schnell, weil die einfach alle zusammengehören, weil Motor ist Motor. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass uns da nicht, so wie es Herr Maus gesagt hat, die Chinesen lächeln den Rang ablaufen, weil die machen es schon wieder anders. Und ich denke, wir müssen auch bedenken, das ist ein kurzer Exkurs, Mobilität der Zukunft, völlig anderes Thema, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es Interessensgruppen gibt in Deutschland, die Mobilität, individuelle Mobilität in Deutschland in Zukunft ganz anders haben wollen. Und das, was wir haben, uns jeden Tag ins Auto setzen und hinfahren, wo immer wir wollen, das ist auch nicht mehr überall gesellschaftlich akzeptiert. Und da werden wir noch eine ganz andere Diskussion kriegen, die über die technologische und CO2-Diskussion hinausgeht. Und das hat schon angefangen. Also auch da, glaube ich, muss sich die Gesellschaft positionieren und nicht immer nur den paar lauten Leuten zuhören, die sich in kleinen Interessengruppen organisieren und über Facebook und Twitter und wo immer sie kommunizieren, die Meinungsführerschaft ergreifen. Also da müssen wir uns, glaube ich, als normale Leute auch ein bisschen wehren inzwischen. Herr Pötter, die Zukunft schaut Ihrer Meinung nach wie aus? Spielen Wasserstoff als Energie, als mögliche Energieträger der Zukunft oder auch E-Fuels als neue Kraftstoffe hier eine Rolle? Oder sagen Sie, auch hier muss es noch Alternativen geben und die Mischung macht es am Ende wieder? Die Mischung macht es aus unserer Sicht, muss man tatsächlich differenzieren. Das haben die Vorredner ja auch schon angedeutet. Beim Pkw-Individualverkehr sehen wir ganz klar den Fokus auf batterieelektrischen Fahrzeugen in naher Zukunft. Da erschreckt mich, wenn wir eben sehen, dass die deutschen Autos, das ist richtig, Herr Haveland, die gehen halt erst nach 20 Jahren kaputt. Das heißt, aber in 20 Jahren haben wir unser CO2-Budget längst aufgebraucht. Deswegen müssen wir da sehr genau gucken, was macht man mit, wir dürfen in 20 Jahren noch mit Benzin betankt werden. Da sage ich nein, das kann dann wahrscheinlich nicht mehr sein, weil dann können wir den Kreislauf auch nicht einhalten, den CO2-Kreislauf. Aber wir brauchen auch, müssen auch gucken, für was setzen wir die erneuerbare Energie letztendlich ein. Und um eine Kilowattstunde E-Fuels herzustellen,
ist der Wirkungsgrad halt ein ganz anderer, als wenn man den direkt batterieelektrisch nutzt, diese Kilowattstunde. Und auch beim Thema Wasserstoff. Deswegen ist es wichtig, dass wir an der Stelle eben auch sagen, dass wir schauen, was kann man batterieelektrisch machen und den Strom direkt nutzen. Aber wir haben auch Anwendungsbereiche, wo E-Fuels alternativlos sind, zumindest nach Stand der Technik jetzt, wie eben beim Flugzeugbau, auch bei Langstrecken-LKWs, wo große Lasten transportiert werden müssen, Reisebusse und Ähnliches. Da braucht es dann tatsächlich auch E-Fuels und Wasserstoff an der Stelle. Und das sehen wir einfach auch an der Stelle als Aufgabe. Vielen Dank. Herr Seibler, Sie machen den Abschluss. Ist denn Wasserstoff zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um überschüssigen regenerativen Strom irgendwie wieder irgendwo zu speichern? Ich denke schon, aber eher in kleineren Dosen. Ich möchte mal kurz zum Thema Elektrofahrzeug kommen. Ich habe also tatsächlich vor 1,5 Jahren den Umstieg von einem Dieselfahrzeug auf ein Dieselhybrid gemacht und kann berichten, das war sehr wahrscheinlich eine Fehlinvestition. Nicht nur, dass der Fußabdruck dieses Fahrzeugs erst bei über 150.000 Kilometern einen Diesel unterschreitet. Ich habe auch im direkten Gebrauch festgestellt, dass der CO2-Ausstoß von meinem Fahrzeug in einer realen Bedingung, also realer Fahrverkehr, der liegt bei über 130 Gramm pro Kilometer CO2. Die Grenze ist im Moment 95, wie Sie wissen. Und mit den Elektrofahrzeugen, wenn man den Strommix einrechnet bei der Herstellung des Stroms, kommen wir auf gar keinen Fall unter die Grenzwerte. E-Fuels sind aus meiner Sicht die richtige Art, das weiter zu betreiben, denn die können tatsächlich CO2-neutral verbrannt werden. Und gerade die Beimischungen in den Bestandsfahrzeugen ist die entscheidende Größe. Weil wenn man jetzt anguckt, was insgesamt an fossilen Kraftstoffen noch verbraucht wird, das können wir nennenswert nur reduzieren, kurzfristig reduzieren, wenn wir Beimischungen von E-Fuels machen. Ja, vielen Dank. Und wir sind am Ende. Eine Stunde faktenbasierte Debatte. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich glaube, auch viele Zuschauer und User haben hier einen immensen Mehrwert heute bekommen an diesem Abend. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, bei allen Rednern für diese eine Stunde Zeit. Denke, dass sich daraus auch noch viele Gespräche entwickeln. Habe jetzt auch kurz im Chat geschaut. Ich habe jetzt keine konstruktive Frage mehr, die ich in die Runde stellen könnte, aber ich denke, dass es sicher im Nachgang noch die ein oder andere Frage gibt. Bedanke mich ganz herzlich vor allem auch bei Herrn Seibler für die Organisation im Vorfeld. Wünsche Ihnen allen vor allem Gesundheit und bleiben Sie kommunikativ und konstruktiv und darf an dieser Stelle noch auf die Social-Media-Kanäle und Kommunikationskanäle der Freien Wähler in Baden-Württemberg hinweisen, auf die Homepage, auf die Facebook-Seite, Instagram und YouTube. Unterstützen Sie hier, lassen Sie ein Like da, kommentieren Sie, gerade im Zuge des Wahlkampfs ist das immens wichtig. Ich bedanke mich nochmal, wünsche einen schönen Abend den Zuschauern. Und gebe das Wort nochmal kurz an Herrn Seibler zurück, der sich auch. Herzlichen Dank, Herr Holländer. Vielen Dank auch für die Moderation. Das war sehr gut. Und ich kann nur darauf aufmerksam machen, wir haben am Freitag um 17 Uhr auch wieder eine Zoom-Videokonferenz. Und da werde ich die Themen, die wir heute behandelt haben, wieder aufgreifen. Das ist allerdings eine Zoom-Konferenz für den Wahlkreis Leonberg. Aber Sie sind herzlich eingeladen, sich dort einzuwählen. Das wird hinreichend bekannt gegeben. Gucken Sie unter Facebook oder meiner Homepage www.prodiesel.org/forum. Dankeschön. Ja, alles Gute. Schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herr Landesvorsitzender. Vielen Dank, lieber Dieter. Vielen Dank für die tolle Runde. Hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. War sehr, sehr interessant. Vielen Dank, kann ich nur sagen, hier als Landesvorsitzender.